Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Und heute werden wir mit dem Aufbau beginnen. Ihr seht, ich habe hier schon einiges vorbereitet. Unter anderem hier die Lampen für den Output quasi. Das sind eben 8 Bits, die Zahlen von 1 bis minus 128. Dann haben wir hier unseren 8-Bit-Bus. Den habe ich einfach schon mal hier draufgepackt. Das ist im Grunde unsere wichtigste Komponente, weil sie eben alle Module untereinander verbindet. Dann habe ich hier quasi extra nochmal 8 verschiedene, für die 8 Bits eben Datenknöpfe reingepackt. Hier unten haben wir dann nochmal quasi unsere Adressbits. Die werden wir dann später für unseren RAM-Controller brauchen und einen Knopf, um Sachen zu speichern. Und im Grunde diese Knöpfe hier, die benötigen wir, um Daten im RAM zu speichern, also letztendlich unsere Programme, die wir dann darauf schreiben werden. Daher habe ich die hier schon mal dran gekoppelt an unseren Bus, eben von 0 bis 7. Und heute werden wir schon einige Module dran klatschen. Als allererstes und im Grunde am wichtigsten ist unser Befehlsregister, genau hier. Das ist wie gesagt unser Herz, unser Hirn des Computers quasi. Und das müssen wir jetzt auch mal dranpacken. Also wir müssen es verbinden. Und zwar einmal hier zuerst die Outputs. Also hier D7 zu D7, D6 zu D6, D5, D4, D3. Es gibt keine Ausgabe von 2, 1 und 0. Daher werden die einfach nicht weiter verwendet. Und dann müssen wir hier wieder die Eingaben reinmachen. Also D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Dann noch die Clock. Und ja, die gibt es hier. Ich wollte ganz nach unten gehen, weil hier quasi die Eingabe ist. Aber die Ausgabe ist natürlich hier oben. So, damit haben wir das quasi daran verbunden. Und das verschieben wir mal. Ja, nicht ganz nach oben. Verschieben wir es einfach mal nach hier oder so. Ja, so oder so. Es bleibt einfach Spaghetti. Man kann das nicht viel ändern. Und dann als nächstes würde ich ganz gerne unseren Programmzähler dazu packen. Denn der ist auch recht wichtig. Den machen wir auch hier unten einfach ran. Z4 ist in dem Fall D7. Z3 ist D6, Z2 D5, D4 und wieder D3. Und da packen wir auch wieder die ganzen Eingaben ran. Natürlich auch wieder verschoben. Also hier Z4 wird D7, Z3 wird D6, Z2 D5, Z1 D4 und Z0 wird D3. Das liegt einfach daran, dass wir mit den letzten 5 Bits eben die Zellen in unserem RAM ansprechen und die obersten 3 Bits sind quasi unsere Befehle. So, und dann brauchen wir natürlich noch unsere Clock. So. Und dann führen wir das einfach hier rüber und schauen uns mal an, wo ist ZI, ZE und ZO. ZO haben wir hier oben einmal und das packen wir hier zum ZO rein. Hier haben wir ein ZE, das packen wir hier rein. Allerdings haben wir zweimal ZI und zwar hier. Daher müssen wir dafür einfach ein OR-Gate nutzen. Das heißt, wir nehmen hier einfach ein OR-Gate, packen das hier zu unserem ZI. Genau so. Und dann beide Stellen, wo gesagt wird ZI, verbinden wir das dann. Und damit haben wir auch unser Programmzähler fertig. Wir ziehen es einfach mal hier rüber, damit das einfach aus dem Weg ist. So. Damit haben wir unser Befehlsregister, unser Programmzähler und natürlich unseren Bus. Und dann würde ich ganz gerne nicht unbedingt unser RAM, das ist etwas komplizierter. Ja, machen wir den Taktgeber. Machen wir einfach unsere Clock.
Und das ist relativ einfach. Wir gehen hier unten hin. So. Verbinden das damit. Und im Grunde brauchen wir jetzt nochmal extra Knöpfe. Drei Stück. Um die an die Glock anzuschließen. Ich glaube. Ne, wir brauchen zwei Knöpfe. Ein Puls-Button, ein Toggle-Button. Und dann brauchen wir eine Glock. Ich nehme jetzt erstmal hier eine 0,2 Hertz-Glock, weil ich nicht genau weiß, wie gut unsere Glock funktioniert, beziehungsweise wie effizient unser Computer ist. Und die Sachen verbinden wir hier einfach. Also hier haben wir unser CLE, also unser Clock Enable, was unsere Clock quasi erlaubt, den Computer zu starten. Und an sich will ich das alles groß schreiben, also so. Und das hier ist unser Step, wenn wir quasi den Computer einen Schritt nach dem anderen machen lassen wollen. Das braucht allerdings auch noch eine Sache, nämlich hier unten unser CS, quasi unser Clock Stop. Wenn das Programm fertig ist, soll die Clock gestoppt werden. Und dann hält quasi der ganze Computer an. Wir können die Ausgabe ablesen, bevor sie kaputt geht. So, dann ganz dringend unser Flaggenregister. Darüber habe ich im Grunde nie wirklich gesprochen. Es liegt einfach daran, weil es aus einem 1-Bit-Register besteht. Die Eingabe können wir leider noch nicht machen, weil wir dazu unsere Berechnung quasi brauchen. Aber wir können die Flagge hier schon mal dran binden. Die Clock können wir auch schon dran machen. Es muss an sich immer geladen sein, daher werde ich da hier unser High Constant benutzen. Hier soll bitte immer laden. Und dann haben wir unser Store und das wird auch wieder zweimal vorkommen, nämlich dieses FI, das ist einmal bei Addition und einmal bei Subtraktion. Und deshalb nehmen wir wieder ein OR-Gate. Genau so. So, das verbinden wir mit dem Store. Das kommt dahin, das kommt dahin. Und damit haben wir das auch schon geschafft. Jetzt haben wir hier unser Flaggenregister, unser Befehlsregister, unseren Programmzähler und unsere Clock. Ich glaube, als letztes für diese Folge machen wir einfach noch unser Output. Und ursprünglich habe ich gesagt, dass wir einfach ein AB-Register nehmen. Ich nehme jetzt einfach ein 8-Bit-Register und lasse es quasi immer laden. Da müssen wir wieder die ganzen Daten dranhängen. Daher schieben wir das mal hier runter. Also D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 und unsere Clock. Dann verschieben wir das mal ein bisschen weiter nach oben, weil hier ja die ganze Ausgabe ist. Und dann verbinden wir das der Reihe nach. Da habe ich eins übersprungen. Nicht weiter schlimm. Genau so. Und wie gesagt, da brauchen wir wieder ein High Constant fürs Laden. Das hier. So, und dann müssen wir es noch einmal speichern lassen. Und zwar, das ist unser erster Befehl hier, UI, also Output, Input. Unser Output soll die Daten speichern. So, damit soll es aber erst gewesen sein. Wir haben jetzt hier ganz viele Module. Wir haben unser 8-Bit-Bus, unsere Clock. Wir haben unser Flaggenregister, unser Befehlsregister, unseren Output und unseren Programmzähler. Der Computer kann an sich noch gar nichts machen, denn uns fehlt halt noch unsere ALU und unseren RAM. Also machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ansonsten war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.